bin ich wieder. Wenn auch spät. Aber ich war noch unter der Dusche, deswegen. Ja. Hallo, liebe Bewohner. Ja. Es ist Samstag, der 11. April 2020, 16.06 Uhr, hier auf Isla Black. Heute haben wir tatsächlich verschiedene Dinge vor, weil ich war gestern online nochmal, um Geld zu sammeln und so weiter. Habt ihr vielleicht auch gesehen, weiß ich nicht. Naja. Unglaublich, heute findet unser erstes Angelturnier hier auf Isla Black statt. Genau, das ist das erste, was wir heute angehen werden. Danach die anderen Sachen bleiben, sag ich nicht. Das Turnier läuft noch bis 18 Uhr. Kommt einfach zum Pavillon auf dem Festplatz und macht mit. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Jo. So. Daher, du Tier. Meine Geburtstagsparty war echt mal die knallharte Feste des Jahrzehnts. Genau, ich war auch gestern ganz kurz bei Uta zum Geburtstag und habe ihr irgendeinen Teppich geschenkt, glaube ich. Das habe ich nur deiner Rockröhrigkeit zu verdanken. Oh Gott. Aber das weißt du sicher schon selbst. Hier ein kleines Dankeschön. Schöne Weiterrocken, Uta. Richtig interessant. Pharaonenrobe. Oh mein Gott. Ich meine, wir behalten es, aber ich bleib erstmal hierbei. Hola. Hi. Heute mehrere Sachen. Erstmal Angelturnier. Und dann ist gestern. War gestern doch noch im Spiel, weil ich ja kurz zu Utas Geburtstag zumindest gehen wollte und so. Auf jeden Fall ist gestern jemand Neues hergezogen. Ich habe ihn noch nicht begrüßt. Wirst du gleich sehen, wir. Fehlt schon eine halbe Ewigkeit. Aber fällt dir früher auf? Fällt dir früher auf? Da habe ich schon längst durch einen Osterkranz ersetzt, aber ich habe schon gesagt, nach Ostern kommt er wieder ran. Also Angelturnier steht an, dann ein neues Haus bauen, weil jemand anderes ja in das vorgefertigte, auf das vorgefertigte Grundstück gezogen ist und dann nochmal Frieda herholen. Cool. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Inselmusik ist heute so jazzig. Was ist denn hier los? Liegt aber nicht am Turnier. Und ich habe hier noch Blumen gepflanzt, weil ich im Laden gestern noch andere Blumen gefunden habe.
werdet ihr dann sehen, welche. Mein Fuß tut gerade so weh. Ich habe mich nämlich nicht gestoßen. Man könnte sagen, ich bin mit dem Fuß irgendwo hängen geblieben. Und irgendwie tut das doch mehr weh mittlerweile. Sprechen wir mit dir, Scherzkeks. Jojojo, wer ist denn da mal wieder bereit zum Angeln? Lumeus ist nach wie vor dein Biber. Heute findet auf Isla Black das große Angelturnier statt. Kribbelst du dir schon im Angelarm? Perfekt, du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch, also nichts wie los. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Oh Gott. Fange innerhalb von 3 Minuten so viele wie möglich. Je nach Erfolg siehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Und wer genug Punkte hat, kann sie bei mir dann gegen hochwertige Souvenirs eintauschen. Also los! Ach ja, dein Fang landet wie von gestern hier bei mir in der Kühlbox. Cool. Cool. Du hast in deiner Tasche also keinen Platz für die glitchigen Schlingel einzuplanen. Post nur eine Angel und schon kannst du loslegen. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Nimmst du am Angelturnier teil oder nicht? Wenn du heute zum ersten Mal ins kalte Wasser springst, entfällt sogar die Teilnahmegebühr. Ich mach mit. Jo, so muss das sein. Dann hast du ab jetzt genau 3 Minuten, um zu angeln. Oh, das ist bitter. Ja, ich habe aus diesem Grund auch ganz, ganz viele Köder, aber die sind noch in meinem Haus. Fuck. Ah, fuck. Natürlich geht die Zeit sofort los. Oh Gott. Darf man 2-mal dran teilnehmen? Das ist ein Tisch. Und weiter geht's. Oh no. Ich hätte was essen. Ich will was essen holen sollen, bevor ich den Stream gestartet habe. Der zweite Run kostet 500 Sterne. Ist ja gut, das ist ja nicht das Problem. Denn ich habe offline noch genug Sternis gesammelt, um unser Haus abzubezahlen. Aber ich habe es noch nicht abbezahlt. Hier, das ist unser neuer Bewohner. Den ich noch nicht angesprochen habe. Den sollte ich mal ansprechen, aber erst danach. Ist auch ganz nett. Oh, Nemo. Schade. Den haben wir nämlich wirklich noch gar nicht für unser Museum. Freddy der Frosch, ein arroganter Charakter. Wir sind schon bei 3 Fischen und es scheint... Controller hat sich mal ganz kurz ausgeschaltet, warum auch immer. Müsste eigentlich voll sein und so weiter. Na, verdammt. Jetzt nicht mehr. 3 Fische sind voll wenig für mich in 3 Minuten. Bin normalerweise besser. Und mein Vater kniest. Aber es schien kein Kletterniesen zu sein. Dementsprechend ist alles okay. Nein! Nein! Nein!
Oh, come on, der zählt nicht mehr. Fuck you. Ich hole gleich meine Köder. Naja, und ich habe ein paar Sachen hier gehabt. Genau, weil ich Uta zum Geburtstag gratuliert habe, habe ich auch wieder Partyclown, oh Gott. Wegen dem Angelturnier haben wir jetzt vielleicht. Und ich glaube, das war schon wieder. Nee, jeder Tag auf der Insel. Die Insel gefällt dir, hm? Ich jetzt schon so viele Tage auf der Insel bin. Der erste Aufgang ist in Arbeit. Musst nur noch spenden. Ja. Wir kümmern uns jetzt um unser Haus. Um Hermann. Das ist nämlich der Hamster hier. Den ich übrigens auch ziemlich mag, weil er auch in meiner New Leaf Stadt war. Aber er ist auch ein bisschen frech. Hey, wohnst du hier? Ich bin Heinrich. Ich bin der Meinung, er hieß Hermann. Aber gut. Ich bin Heinrich und neu auf Isle of Black. Ich wollte meinen Nachbarn kennenlernen, aber ich scheine alle zu verschrecken. Und was macht man dann, wenn man mal eine Tasse Lebertran braucht? Das ist widerwärtig. Ich muss dann mal weiter mit meinem Kram. Komm vorbei, wenn du quatschen willst, Squeak. Wie gesagt, ist ein bisschen weird. Heute wird geangelt, was das Zeug hält. Pass auf, sonst schnappe ich dir alle Fische vor der Nase weg. Nur ein Spaß. Oder vielleicht doch nicht. Und ich habe auch ein bisschen, wie ihr seht, ich habe die Orchideen-Mantis endlich. Aha, Gott. Meine Mutter hat ziemlich witzig geguckt, als ich vor dem Fernseher gejubelt habe, weil ich da halt wirklich mit den unten saß und dann so, yes, endlich Karo-Hemdkleid. Das ist geil. So. Ich lasse mich wieder von allem Möglichen ablenken. Ach komm, machen wir erst mit den Fossilien. Verkaufen, was wir können. Ja, lass die. Gehen dann zu Tom Nook, bezahlen unser Haus ab. Stellen ein neues Haus hin. Und Hufenfeder. Fossilien analysieren. Diese vier. Ich schenke dir den Schmarrn, den ich schon habe. Nicht habe. Es wird verkauft. Meine Haare sehen immer sehr witzig aus, während sie trocknen. Weil oben bleibt immer das ewig nass, aber an der Seite pufft es einfach auf. Und ich bin tatsächlich keiner, der einen Föhn verwendet, dementsprechend. So, ablegen. 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 Nein. Oh, wow, das war ein schneller Wechsel. Ziehen. Ah.
Piraten, das habe ich schon. Hintercocker, ja, den haben wir, glaube ich, das war einer der ersten, die wir hatten, glaube ich. Naja. Platz schaffen, damit ich noch die restlichen Sachen. Ich finde es immer so häufig laufen. Na. Spielst du heute wieder Zelda? Weiß ich noch nicht. Weiß ich ernsthaft auch nicht. Deswegen muss ich dann gucken. Bin ein bisschen müde jetzt und eigentlich auch nicht so sehr in der Laune zu spielen, aber naja. Ich will erstmal Fossilien analysieren. Nee, aber was wollte ich sagen? Ach ja, morgen werde ich, wie gesagt, ein bisschen, also ich habe es in dem Video gestern kurz gesagt, habe ich vor, früher zu streamen. Und ich werde da auch mal ausnahmsweise nicht in das morgendliche Ansage, tägliche Ansage mitfilmen, denn ich werde früh am Morgen, wenn ich schaffe, so früh aufzustehen, noch Rüben kaufen. Ja, damit wir das auch mal hinter uns haben. Zumindest wenn es möglich ist. Weiß nicht, ob sie einfach sagt, nee, ist Ostersonntag, heute verkaufe ich nicht. Das ist auch möglich. Ach schon. So. Dann sammeln wir unser Zeug wieder ein und gehen Sachen verkaufen. Oh, ja. Oh, das war's schon. Dann tauschen wir mit irgendwas, was ich eh erstmal behalte. Gleiches gilt hiermit. Mit dem Kleid. Aber es wird verscherbelt. Sehe ich richtig? Das ist ein Kimono. Oi! Christ! Ich rechne gerade wirklich damit, dass meine Eltern wieder jeden Moment anrufen und sagen, Essen ist fertig. Oh, ist das ein Bett? Wenn ja, dann ist das ziemlich episch. Ich will was verkaufen. Ups, nein. Das, das und das. Ach komm, die Füße können auch weg. Wir haben da oben noch ein 30er Stick. Blumen, das ist schon so viele. Aufblas-Sofa. Nee, war zu gut. Es kommt als Strand einfach. Was haben wir hier noch so? Oh, der ist pretty. Ein Spitzenschirm. Pfingstfeilchen, das habe ich glaube ich als einziges noch nicht. Eins. Bin mir zwar unsicher, weil ich habe
gestern noch ein paar Blumen gekauft und gepflanzt, aber gelb, niedlich, Wand. Schiebetapete. Die gefällt mir. So. Doch, ich kann sein, dass ich das schon habe. Naja. Wie kommt jetzt hier hin? Da. Auf zu Tom Nook. Einmal habe ich auch schon daran teilgenommen. Allerdings hatte ich meine Köder vergessen, dementsprechend war das ziemlich armselig. Look mal einen Bankautomat. Hier sehen wir, ich habe schon eine Menge mittlerweile. Ich muss ja erst... War das so richtig? Ich glaube nicht. Nein, da fehlt noch was. Oh Gott. Also, 100.000 waren richtig. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was mein Fehler war. Das hier. Jo. Weiß ich. Das hatte ich an einem anderen Tag schon gemacht. So. Nook. Oh, hallo Taya. Glückwunsch. Du bist stolz Besitzerin eines voll abbezahlten, luxuriösen Eigenheims. Ich kann mir nicht vorstellen, wie toll du dich jetzt fühlen musst. Ich meine, was könnte besser sein? Tja, du könntest noch einen Raum anbauen. Das wäre tatsächlich so rein technisch betrachtet besser. Ach, hör nicht auf mich. Ich kann einfach nicht anders. Aber wenn dein Interesse geweckt ist, sprich mich an. Du hast aber gerade Fische bei Nepp und Schlipp verkauft. Passiert. Willkommen bei der Bauberatung. Bla bla bla. Eigenheim, was soll ich tun? Infrastruktur. Ja, weil das letzte, was ich gebaut habe, hast du ja vermietet. Ah, verdammt. Ich hab noch mein Geld auf dem Konto. Warte mal. Nee, nee, er kauft auch andere Fische. Wir hatten ein paar Tage, bevor das Angelturnier war, haben wir ihn schon getroffen. Deswegen. So. Was soll ich tun? Eigenheimberatung. Ich hab's schon wieder getan, oder? Das ist nämlich einfach in den Aufgaben.
nichts mehr auf dem Konto. Ach Gott, das wollte ich doch gar nicht. Ja. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich ihr Haus hinstelle. Du bist mit deiner Stadt bist du gefühlt viel weiter als wir. Aber den Campingplatz machst du erst jetzt. Und die Fischblütenzeit ist vorüber. Los, ärgern wir Tommy und verjagen alle Fische, die er haben könnte. So. Genau, jetzt mal überlegen. Hier will ich kein Haus hinstellen, denn da hinten sind die Apfel. Aber zumindest den einen muss ich eh umpflanzen. Alle meine Geldbäume auch wieder abschütteln oder so. Und dann werde ich jeden neuen Geldbaum, der wird nur noch mit 10.000 ausgestattet. Sternis. Oh. Aber das ist vollkommen okay für mich. Meine, schau ihn dir an. So. Ich weiß, was ich suche, aber ich finde es nicht. So, jetzt. Dann nehme ich halt euch. Was soll's? Mögt ihr rote Äpfel mehr oder grüne? Also als Frage. Weil ich bin in einem Haus groß geworden, wo wir ganz viele Apfelbäume haben. Das wird hier nicht nice gestartet. Das glaube ich. Aber wir haben keine roten Äpfel. Wir haben wirklich nur grüne. Also nur die eher säuerlichen. Wobei, ja, das ist ziemlich süße teilweise. Die sind dann wirklich rote. Zu nah am Zaun sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
dann hier das nächste Haus. Na, zu weit links. Ein bisschen weiter rechts. Und ein bisschen weiter zurück. Das wäre ziemlich genial, weil es so genau an der Wand steht. Oh, machen wir so. Lupin, hallo. Ich weiß schon sehr, dass du wahrscheinlich wieder Englisch sprichst. So, jetzt haben wir uns Frieda. Ja, und unsere Sachen sollten wir vielleicht wieder mitnehmen. Frieda, möchten Sie, ja, möchten wir. Frieda hier, ich grüße dich. Danke für den Anruf. Wie kann ich dir behilflich sein? Ah ja, höre ich also recht, dass du mich um einen Aufenthalt auf deinem Campingplatz auf deiner Insel ersuchst? Aber selbstverständlich, meine Liebe. Es wäre mir eine Freude. Alter, du meckerst über 50.000, kaufst aber 3 Sternsplitter für 30.000. Die putzen halt einfach beide. Meine Nachbarn machen Corona-Witze. Hattest du mich schon seit längerem gehört? Eigentlich hatte ich es ja nach deiner Einladung recht eilig herzukommen. Was das Campingleben betrifft, hatte ich ursprünglich ein paar Bedenken. Wer verzichtet schon gern auf Luxus? Ich selbst kann ich mittlerweile von mir behaupten. Die Natur, die frische Luft, das tut gut. Ich wäre entzückt, ein kleines Souvenir meines Urlaubs in der Ferne mit nach Hause zu nehmen. Eine Kleinigkeit, um meine Freunde zu beeindrucken und auch um zu beweisen, dass ich hier war. Ah, ich weiß, wie wäre es mit einem Holznachttisch, der vor Ort gefertigt wurde. Mache ich. Und tatsächlich, dazu kann ich unglücklich Nein sagen. Ach, ich kann dein Meisterwerk kaum erwarten. Nun muss ich dich verlassen. Nimm unverzüglich Kontakt mit mir auf, wenn du soweit bist. Nun? Normalerweise sagt sie doch, ich muss, aber ich bin nur noch heute hier oder so. Wie sagt sie jetzt nun? Das klingt, als würde sie sofort abhauen. Hallo, Hermann. Na gut, bei der Gelegenheit können wir auch gleich die Köder aus unserem Haus holen. Morgen ist Ostern. Das ist irgendwie so komisch. Ich bin es gewohnt, Ostern und so weiter zu einem etwas schöneren, anderen Gottesdienst zu gehen. Ich gehe ja genau in den Gottesdienst bei uns. Und nicht zu gehen, wird so komisch. So, etwas herstellen. Holznachttisch, Holznachttisch, Holznachttisch. Dafür brauche ich mehr Holz. Thank you.
Hunger. Einen Preis von 22 Sterne. Ich würde mal sagen, da ist die Kurve gefallen. So. Ich hatte vor, meine Köder auszuholen. Da. Weiteres Holz habe ich hier nicht. Gut. Warte mal, was habe ich gerade ins Lager gepackt? Oh. Ups. Das kommt ins Lager. Das andere kommt an den Strand. Ich brauche die Axt. Ernsthaft? Jung. Nee, ist überhaupt nicht voll bei mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ein Sargträger. Und damit ist mein Kächer kaputt. Naja. Vergraben, weil die werden später alle umgepflanzt und das wäre zu kürzlich dann. Ja, da bist du.
doch an. Und damit wäre auch die hinüber. Ist ganz cool, aber ich bleibe erstmal bei Samanthas Sache. So. Was heißt denn etwas umgestalten, herstellen? Und zwar, das war jetzt der Kicher, der kaputt gegangen ist. Tja, weitermachen. Und die Schleuder. Riesigen Kohlampf. Das ist aber auch kein Gas. Muss ich nicht runtergehen? Was? Oh. Dachte ich hätte jetzt endlich genug. Sollte das auch das richtige Holz haben? Das ist auch das richtige Holz. Und der Witz. Oh mein Gott. Herstellen, herstellen und damit haben wir auch wieder keinen Holz mehr. Sorgen wir dafür, dass Frieda hierher zieht. Okay, er hat sich den Köder angeguckt, ist auch interessant. Jetzt sagt der Fisch hat sich nicht verjagen lassen, das ist doch ein Ei. Frieda. Oh, hast du etwa mein wundervolles Souvenir schon angefertigt? Die Spannung ist unerträglich. Sag es mir. Es ist fertig. Ach, all dieser authentische Isla Black Souvenirs. Meine Freunde werden beeindruckt sein. Reiseandenken werden einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben und in meinem Haus. Deine Mühe verdient ein Dankeschön. Bitte nimm diese Kunststoffrolle. Selbst angefertigte Dinge sind etwas Besonderes. Wenn sie auf dieser Insel entstanden sind, umso mehr. Wie vergnügt ich es doch war, meine Sammlung mit jedem Besuch auf dieser Insel wachsen zu sehen. Würde ich hier sesshaft werden, könnte ich gar mein ganzes Heim mit edlen Sammelobjekten ausstatten. Dann werde sesshaft. Als junger Pinguin habe ich beim Zelten mit der Familie gerne Marshmallows übers Feuer gehalten. Wenn ich es mir recht überlege, hat mir das seitdem doch sehr gefehlt. Diese Souvenirs, die ich bei meinen Aufenthalt? Auf Isla Black erhalten habe, sind exquisit. Ich bin eine Art Sammlerin und somit auch Expertin, was die Materie betrifft. Wenn ich nur hier wohnen würde, dann könnte ich noch mehr exklusive Sachen zu Gesicht bekommen. Zieh doch einfach her! Ist das dein Ernst? Wir beide würden prächtig miteinander auskommen. Ich wäre dabei. Da gibt es gar nichts zu hinterfragen. Insofern werde ich am Service Center anfragen, ob man mich hier als neue Bürgerin willkommen heißen würde. Endlich! Verzeih, dass du warten musstest, aber beim Service Center dauert manches seine Zeit. Doch selbige war gut investiert. Meine Umzugspläne wurden zugestimmt.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich war. Die Ungewissheit zuvor war wirklich nervenaufreibend. Also, Taria, ich heiße Frieda. Auf gute zukünftige Nachbarschaft. PlayStation hat mir gerade gesagt, dass ich kein PlayStation Plus Mitglied mehr bin. Ups. So. Machen wir nochmal das Angelturnier und dann hören wir erstmal auf. Cool. Beziehungsweise wir können vorher noch die Sachen, den Aufgang bezahlen. Guten Tag! Im Moment nehme ich Spenden für einen Hangpfad entgegen. Unser Ziel sind 98.000 Sternis. Bis jetzt haben wir 910. Ja, gut. Es fehlen uns also noch die Summe von 97.000 Sternis. 97.090, ja. Bitte spenden Sie jeden Stern. Jeder Stern hilft. Klar. Na komm, machen wir. Ah, verdammt, das dürfte nicht klappen. Mal sehen, ob ich knapp daneben liege. Mhm. Wie viel fehlt jetzt hier noch? Ah, verdammt. Das Gefühl, es klappt gleich immer der Tür. Gleich!
Sie kann in die Zukunft schauen. Nein, Essen fertig war nicht. Meine Mutter, also ich habe die Treppe erstens gehört, deswegen wusste ich, dass es an der Tür klopft. Und das war entweder, weil sie irgendwas von mir wollte. Oder, weil momentan der Flur aussieht wie ein Schlachtfeld, weil ich vorhin das Badezimmer sauber gemacht habe und noch die Hälfte davon im Flur steht. Es war, weil sie mit mir irgendwas machen will. Deswegen, wir machen noch einmal das Angelturnier und dann hören wir auf. Drei Fische. Oh, und dass es mindestens drei sind, kommt ein Bonus obendrauf. Bäm, 5 Punkte für dich. Oh, Nervensäge! Die wandern dann mal direkt in den Punktehof. Wenn du genug Punkte im Netz hast, kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs erlösen. Nicht vergessen. Überlege ich mir. Hast du mal einen Blick in die Kühlbox riskiert? Achso, ja. Warte. Okay. Das nehmen wir raus. Die anderen lasse ich dran. Sag mal, 4950 Sterne, ich schloss drauf, verkauft. Wie bedankt, damit wäre deine Kühlbox schon leer und somit bereits für die nächste Runde. Rio de Jung, Nuk, was gibt's? Jetzt zum Frage zum Angelturnier, bla bla, ich will mitmachen. Gebonkt, aber dem zweiten Durchgang kostet der Teilnahme 500 Sterne. Ist okay für dich? Ja. Jo, so muss das sein. Dann mal die 500 Sterne rüber schwappen. Ich habe vor, am Teich zu angeln. Weil mich dann niemand nervt. Ich finde es wundervoll, wie er uns einen minimalen Vorsprung einfach gibt. Na, das ist aber schon ein Fisch. Das ging schnell. Nice. Ein Karpfen. Haben wir den schon? Ich weiß es nicht. So. Dreh dich um. Na, fuck. Ja. Süß. Ein Killifisch. So. Ui, der ist größer. Ey! Und frecher. Na! Ich dachte schon, jetzt kommt keiner. Na komm, du drehst dich doch eh gleich um. Nur bitte in die richtige Richtung. Natürlich nicht. Ah! Könnt ihr mal aufhören zu zögern? Du bist ja auch ein Genie. Das war interessant. Mein Charakter ist auch wieder Genius. Thank you.
Na, schaffen wir es noch ein? Beim letzten Mal hat das nicht so gut geklappt. Nein, das wird nichts. Sag ich doch. Cool. Und mein Angel ist kaputt. Naja, jetzt haben wir noch einmal das Angelturnier gemacht. Außerdem Goldfisch verkaufen wir alles. Denke ich. Karpfen kriegen wir auch. Also falls wir den Karpfen noch nicht hatten, kriegen wir den auch von anders. So. Jo, wie ist es gelaufen? Hast du Gewässer leer geräumt? Alles, was du in der Runde hast. Kühltruhe. Ach, und sollst du nicht wissen. Da, bla bla bla. Da. Ja, jetzt. Cool. Nervst du, Leomios? Also, ich fand deinen Vorgänger besser. Du bist nervig. Verkaufen. In 8 Tagen sind alle Nachbarn. Punkt, Punkt, Punkt. Du, ich kann da eine ganze Menge krankes Zeug einsetzen. Das wollte ich mir nachgucken. Du besitzt 11 Punkte. Dein Wunsch ist mir Befehl, yo. Oh, Rucksack. Ein Original Fischlein Porsche. Exklusiv erhältlich, nur bei Lumis. Ich überlege mir, ob ich heute nochmal online gehe, aber wahrscheinlich nicht. Das schauen wir uns jetzt trotzdem mal an. Der ist süß. Oh, der ist süß. Den behalte ich. So. Ja. Was wir noch nicht ausprobiert haben, fällt mir auch gerade auf. See no difference. Oh Gott, ist die frisch. Oh Gott, ist die dreckig. Ah! Ui. Ja, ja, vielleicht gehe ich heute nochmal online. Aber jetzt erstmal speichern. Ich will mal auf das Plus gehen, statt auf das Minus. Und wir sehen uns. Ja, der ist hier. Falsches gezeigt. So. Wie gesagt, wir sehen uns eventuell nochmal später zu Zelda, aber jetzt bin ich erstmal mit meiner Mutter unterwegs. Bis dann. Ciao.